Okay, Rufen gegen Häschen, ja. Winners Finals. Was hast du ihn gefragt? Und so wie es aussieht, startet. Oh, und das sieht gut aus. Das. Ne, das war's nicht. Hat sich den Jump aufgespart. Nice. Häschen nimmt also Fox im ersten Match. Ich glaube, den Char probiert er jetzt im Turnier öfters mal ein bisschen zu spielen. Funktioniert, so wie man sieht, eigentlich schon ganz gut. Gegen Cloud hier von Ruven. Ruven hat auf jeden Fall einiges an Problemen, auf die Stage zu kommen und dort zu bleiben. Oh. Aber mit Juggeln macht Cloud auf jeden Fall immer wieder gut Prozente wett. Einmal in die Luft bekommen. Oh. Oh, kein Punish für diesen Upsmash. Wir wollten ihn wahrscheinlich direkt killen. Oh, schöne Back Air. Gut gespaced von Häschen hier. Alloy. Oh. Oh, nee. Also, entweder hätte er da Up Air machen müssen. Oder irgendwie Footstoolen direkt. Dann hätte er tatsächlich eine Kombo daraus machen können. Und auf die Fair war Ruben auf jeden Fall vorbereitet. Forward. So. Oh. Okay, mehr Damage jetzt. Oh, der versucht da deep zu gehen und kriegt Limit von Ruben raus. Das ist natürlich gut verlaufen jetzt für Häschen. Aber mal schauen. Noch kann man auf jeden Fall Ruven nicht hier. Jo. Ja. Fox scheint ganz gut zu funktionieren hier für Häschen. Also, so aus, kriegen wir den Meta Knight zu sehen. Oh, und den Wechsel auf Diddy Kong haben wir auch. Okay, jetzt Diddy Kong gegen Cloud. Das sah in der Vergangenheit auf jeden Fall immer ziemlich hart für Häschen aus, aber mal schauen, was sich daran geändert hat. Oder falls. Oh, direkt auf Stage. Ah, da hätte ich ihn fast schon gehabt. Oh. Für einen Moment ist es ausgeglichen. Limit Cloud macht auf jeden Fall einiges her immer. Einfach nur der Speed und der Fast Forward. Okay, also beide spielen ziemlich vorsichtig. Viel Spacing. Didi natürlich mit der Banane in der Hand. Conditioned die Leute darauf zu schilden. Und dann der Monkey Flip. Immer gute Taktik und Häschen ist auf jeden Fall auch ein ziemlicher Meister da drin. Und diese 50-50s gut einzuschätzen. Macht es einem auf jeden Fall immer wieder schwierig, auf die Stage zu kommen und da zu bleiben. Wow! Der hat das versucht mit dem Bananen-to-dare-Trick. Und Limit ist wasted. Oh, viel nervöses Gerolle jetzt. Wobei das natürlich... Oh, und das ist der Down-Smash. Der direkte Punish. Oh.
So, also. Ruben versucht damit, Limit aufzuladen, ein bisschen zu spacen. Oh, jetzt kriegt er Häschen offstage. Ah, gutes Neutral Get Up Punish. Da hat er die Side B geredet. Die Banane ist draußen und wieder weg. Die Banane ist wieder weg, aber diesmal punisht er Ruben dafür. Banane ist da. Oh. Ruben offstage. Oh, und es klappt diesmal. Puh. 123% und ein Sieg für Häschen. Es wird gewartet, es wird gedacht. Okay. Also Sheik gegen Cloud diesmal. Oder auch nicht. Okay, Sheik gegen Meta Knight. Haben wir eben schon gesehen bei Sketty gegen Ruben. Da hat auf jeden Fall, das war relativ even, das Ganze. Aber Ruben hat natürlich auch die Zero to Deaths manchmal bekommen. Oder die To Deaths einfach. Mal schauen, ob Häschen ähnlich gut spacen kann wie Skaddy. Auf jeden Fall erstmal den ersten safe Bouncing Fish um 27%. Okay, also Moment, sieht das ganz gut aus für Häschen. Schafft es da mit einer gut in der Luft zuzulegen. Okay, nervöses Spacing jetzt erstmal. Keiner trifft so richtig. Beziehungsweise Häschen weicht ihm gut aus. Den Dash Attacks. Oh! Das wäre fast eine fiese Kombo gewesen. Dafür aber ein paar Prozent jetzt. Aufstieg drauf. Oh! Bei Fastfallern ist es immer ganz wichtig, dass die erstmal ein paar Prozente draufkriegen. Die ganzen Kombos klappen. Oh ja. Häschen wartet auf jeden Fall nur auf den Dash. Ja, punisht die aber auch gut, die Dash Attack. Auf jeden Fall. Mit dem Bouncing Fish. Ja, also das Neutral sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für Häschen im Moment. Schafft es ja mal wieder, was aus Ruben rauszubaiten. Oh. Oh, gut gemacht von... Wow, das killt sogar. Gut gemacht von Häschen. Kriegt der Backthrow... So forward er und kriegt damit den Kill auf Meta Knight. Hat auf jeden Fall die DI-Trap gesetzt. Oh. Ja. Für Ruben sieht es jetzt noch nicht so schlimm aus. Er kann ja immer wieder so eine Up-Air-Kombo kriegen. Von daher kann das hier jederzeit auf jeden Fall wieder even sein. Aber dazu muss er ihn natürlich auch erstmal kriegen. Und bisher hat er es ihm ganz gut Parole geboten, was Spacing angeht. Wieder ein Bouncing Fish. Wieder Safe Damage. Oh, kriegt ihn dann nicht mit dem Sweet Spot. Ja, kriegt sie nicht so richtig, was killt. Häschen spielt auf jeden Fall sehr vorsichtig. Oh, und da ist wieder ein Grab. Oh, diesmal kein Bouncing Fish. Einfach nur eine Fair. Oh. Oh. Ja, jetzt versucht mit dem Diamond Cutter. Up Smash. Auch sehr gutes Needle Play von Häschen. Schafft es hier wieder, immer wieder
die Bewegung zu unterbrechen von Ruben. Hm? 1-0, 2-0, 2-0. Was denn? Ja. Oh, und das war's. Two-Stock. Uff, okay. Ziemlich starke Leistung jetzt hier von Häschen.